für eine Statue? Welcher Ebene seid ihr? Ah, warte, da war doch noch unterwegs mit... Ah ne, das war nur ein Diamant. Chest Statue. Ich gehe einfach mal davon aus, ihr habt euch hier durchgegraben. Das ist Topaz. Wie viel Mithril habe ich mittlerweile? 29 Erz. Ich muss mal wieder ein bisschen Müll wegwerfen. Viel zu viel Müll habe ich. Viel zu viel. Ah, jetzt hat er den ganzen Müll aufgehoben. Was ist diese Chest-Statue? Can be placed. Shirt? Nee, glaube ich nicht. Also einige Statuen haben Funktionen, wie zum Beispiel Potion... Potion hatte nicht. Zum Beispiel Fledermaus-Statuen. Wenn man das da verbindet mit dem Schalter und so, jedes Mal, wenn man über den Schalter geht, spawnt eine Fledermaus. Und da gibt's halt noch diverse andere, zum Beispiel Bunny, da kommen halt Hasen raus. Geil, was jetzt nicht sinnvoll ist. Oder Sternstatue, kommen halt Sterne raus. Aber nicht die, die man so im Inventar hat, sondern einfach Mana, die geben einfach Mana. Ist trotzdem praktisch. Ja, auf jeden Fall, wenn man so Bossfights macht im Haus und dann so mal eben so Mana nachfüllen kann. Ja. Wieso muss das hier immer so leuchten? Dann weiß man nie, ob es wirklich Kobalt oder Diamantid oder so ist. Oh, da ist eine Hasenstatue. Wir können Hasen spawnen, yay! Oh, warte, jetzt hab ich voll. Oh, jetzt ist die Statue weg. Was für? In der Lava. Dani! Ja, die ist da reingefallen. Kann auch nichts für. Dann müssen wir sie uns holen. Nein, die ist weg. Sachen in Lava verschwinden. Dani. Kannst du mal ausprobieren, wenn du in Lava gehst, dann verschwindest du. Okay. Lang genug drinnen bleibst. Ups. Ich bin nicht verschwunden. Ich versuche mal einen Mithril-Drill zu machen. Ah, da unten. Da ist Adam Neat oder so. Hab ich durch die Lava gefunden. Oh wow, ich kann immer noch nichts mit Mithril machen. Wäre aber ziemlich gut, weil wir. Du musst an dem Mithril. Wie viel Mithril hast du? Du musst in den Mithril Amboss, dann kannst du was mitmachen. Kann ich trotzdem nicht. Ich hab, zwei. Nein, eins. Barren oder Erz? Ein Barren Erz hab ich gar keins. So wie es aussieht. Brauch Mithril. Nö, hä? Wieso hab ich gar kein Erz? Oder ich seh's gerade nicht, keine Ahnung. Danke, wie es aussieht. Nö, ich hab gar kein. Nur 48 Kobalt Erz. Oh oh. Ja, also wir haben. Oh, kriegen wir noch ein bisschen. Da geht's weiter. Hier, guck mal hier oben ein bisschen weiter. Failed hart, würde ich mal dazu sagen. Ja, würde ich auch dazu sagen. Toll, ich wollte eigentlich den unteren abhauen. Ah, man kann nichts auf Lava placen, toll. Wow. Sollst nur mein Gold haben. Wobei, das ist jetzt eigentlich auch verbrannt. Dani got melted. Ja, weil Klimi so doof ist. Ah. Klimi, wieso bist du nur so doof? Klimi, wieso bist du so doof? Er hat mich in die Lava geschubst. Ja. Bist du Klimi? Das war Mord. Ja. Klimi. Immer diese Anschuldigungen. Och nö. Oh, das hört sich doch schon mal gut an. Ich hab das Gefühl, dass da ein gewisser Boss in unserem Haus wartet. Ja, ich hab so das Gefühl, ich bin gleich alleine ziemlich tot hier. Komm, der Augenboss kannst du ja locker töten. Ja, aber nicht während ich Sachen verkaufen will. So Multitasking ist nicht. Helfbett. Ist überall nur Kobalt. Ja. Kenn ich. Gib mir Mithril. Hier ist irgendwie so rotes Zeug immer noch. Ja, das ist immer noch Adam Neat oder so. Brauchen wir das? Ja, natürlich brauchen wir das. Aber wir können ja, das nicht abbauen. Ja, wir können den Fuck abbauen. Ja, weil dafür brauchen wir Mithril Pickaxe oder Drill oder was auch immer da rauskommt. Okay. Ich hab Adamantid gefunden. Ja, wir brauchen trotzdem noch Mithril. Ich tu den Weg mal markieren mit Schwackeln.
Ich habe keine Fackeln, dummerweise. Das ja, heißt, ich auch nicht schwer. Ich will Fackeln! Nein! Okay, hier runter kann man nicht. Ist das Dummy-Trier? Oder ist das wieder nur blödes Kobold? Oh. Ich hab nichts gefunden. Ja, Mithril, perfekt. Ich glaub. Yay, Mithril. Mithril. Yeah. Ich glaub, ich hab auch ein bisschen gefunden. Ja. Ah. Nee, es ist doch noch Kobalt. Kobalt brauchen wir aber nicht mehr, oder? Obwohl, doch, kann man gut verkaufen. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung, was man gut verkaufen kann, was nicht. Ist ein Erz. Nicht so der Dealer. Erz kann man verkaufen. Na dann. Wenn wir es nicht mehr brauchen, können wir es verkaufen. Klingt logisch, oder? Also doch was. Ja. Dann ist einen es nicht kleinen nichts. Moment. So. Ich habe dummerweise vergessen, mein Skype auf DND zu schalten. Bitte wer was? Wer auch mal gerade den Anruf gehört hat. Es war nicht so wichtig. So. Kein Anruf. Ja, ihr nicht, das ist klar, aber ach so. Der Ton ja, okay. Ist jetzt aufgenommen. Egal. Also, tut mir leid. Blödes Skype. Blödes Skype. So. Ich schon wieder fast zur Oberfläche gebuddelt. Die ich immer noch nicht, ich buddel mich hier kontinuierlich nach unten. Oh, hier ist ein Grabstein. Clemi was out. Ja, mal wieder Clemi, war ja klar. Clemi, oh, was hast du dazu zu sagen? Eigentlich nichts. Hm. Ja, also eigentlich nur ja, nix so, ne? Aber uneigentlich. Kobalt. Ganz viel Kobalt. Hä? Ja, es stand auch da. Ja, es kommt aber früh. Oh mein Gott, ratet mal, wer es jetzt hat. Du. Ja, natürlich, mitten in der Erde. Ich glaube, ich habe gerade eine Riesenmenge Mithril gefunden. Epische Musik ist episch. Ah, mach das weg. Kommt das fuck Auge. Mithril, ganz viel! Ja! Die Hälfte habe ich schon mal. Wenn das gleich Hardmode geht, dann bin ich ziemlich tot. Schaff ich das? Schaff ich das? Schaff ich das? Schaff ich das? Oh mein Gott! Wenn ich das Mithril abgebaut habe. Au. Ich glaube, ich bin ein Kristall. Au. So, ganz vorsichtig runterbuddeln. Das ist die Kristalle sehr wertvoll? Jein, also in Massen schon. Wir sollten lieber sammeln und daraus halt craften. Das lohnt sich. Und ich mal um. So. Dann Mithril-Barren machen. Ich hab immer noch kein Mithril gefunden. Da habe ich schon 20 Mithril-Barren. Voll selten. Ich kann einen Mithril-Halbard, Mithril-Sword, Mithril-Repeater. Mach den Drill oder so, falls ich du machst. Definitiv kein Repeater, glaub mir. Wieso ist der Repeater scheiße? Mithril-Drill, perfekt. Ja. Da kannst du ja schon mal Adamit farmen. Sollen lieber vielleicht zusammenbleiben, damit wir das auch. Ja, wäre vielleicht am besten. Ich hab Crystal Shard.
Yay. Ich platziere erstmal ein bisschen Mist und schau, dass ich jetzt nicht zu viel Zeug verschwende. So, ab in die Kisten kommt Crystal Shard. Ach komm schon, langsam muss ich doch mal. Oh Gott, ich bin in der Oberfläche. Cobalt Drill, den brauche ich auch nicht mehr im Inventar. Und die Cobalt Chainsaw brauche ich. Ja, wobei, die sollte ich mir im Inventar lassen. Bolten Pickaxe brauchen wir aber nicht mehr. Meteorit war nix da. Was könnte ich denn sonst alles nicht mehr gebrauchen? Sollen wir mal eine Schneemann-Invasion beschwören? Jo, mach mal. Jo, jetzt gehen wir. Wir nur eben Sachen verkaufen. Ich stelle da schnell ein paar Waren her. Können wir uns auch mit Kobaltrüstung eindecken. Wieso liegt da oben so ein Rohr rum? So, Klimi jetzt wenn ich genug Dingens hab, kann ich mir mal die Kobaltrüstung kaufen. Aber die bringt echt nichts, die ist scheiße. Ich schau mich halt, was das Set-Effekt ist. Melee Speed, glaube ich. Set-Bonus, 14% Reduced Mana Usage. Ja, das ist ziemlich praktisch. Hä? Für mich. Ich hab halt den Mana-Helm gekauft, ne? Achso. Ah, das sind verschiedene Effekte? Es gibt verschiedene Helme und die Effekte sind unterschiedlich, ja. Achso, okay. So, das ist halt jetzt optimal für meine Schussdinger. Ich hab noch 2 Sterne, braucht wer? Ja, wäre ganz also praktisch. Das verkaufe ich. Dann nimm. Danke. Ist halt für die Star Cannon gut. Dann ja. Mache ich mal die Schneemann-Dings. Oh Gott, das wird so viel weh. Viel Spaß. Wir werden so sterben. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Auf in den Osten! Was sollen wir hier warten? Die Trill Drill. Hört sich deiner anders an, Clemi? Dein Drill? Nö, warte. Glaube nicht. Nein. Bad! Bad! Lol. Ja, mit dem Set-Bonus kann ich hier viel mehr schießen, das ist übelst praktisch. Ich brauche einen Platz, wo ich mich einfach nur hinstellen kann und schießen kann. Stimmt. Ich hab Breathing Reed! Oh lol, Schneemänner! Ja, der lag da. Oh my God. Not drowning, ist kein danach. Natürlich sind das Schneemänner. Hol die Laser-Rifle! Kommt mal zurück, dass ich einen Platz habe, wo ich was sehen kann, wo ich dann angreife. Ich bin da mal weg. Cool, das ist die ultimative Falle. Oh Gott, die kommen sogar von links. Ich check links. Ey, die haben unsere Tür zugebaut, die Säcke. Ich gehe aufs Dach. Lass lieber die Türen geschlossen. Sollten nicht unser Haus hier da drinnen rumbauen. Lass sie nicht rein. Tür wieder zu. So macht man das, Leute. Ach, der Guide stirbt wieder, aber daran müsste er mittlerweile gewöhnt sein. Ich werde jetzt mit meiner Dingens Lasergun schießen. Sobald ich out of Mana bin. Lol, wie die alle in das Loch da fallen. Guck mal auf der anderen Seite. Ne, ich meine ja rechts. So. Oh, da ist jemand. Mr. Stabby. Was ist das für ein Name? Ich glaube, wir müssen am Ende dann noch das Loch da unten leer räumen. Ja. Schneid. Da. Meine Mana nicht leer ist. Oh, Clemi. Mr. Stabby hat dich erwischt. Hurensohn. So, oh, guck mal, da unten hat jemand TNT. Nö, wollte man nicht gerade nicht. Wozu TNT? Schau dir das an. Funktioniert genauso. Zum Glück geht die Lasergun durch.